Сегодня говорить о близких отношениях с Богом. Ich möchte heute von einem engen Verhältnis mit Gott oder einer engen Beziehung mit Gott sprechen. Что мешает нам иметь такие отношения? Was hindert uns daran, solche и что помогает нам? So eine Beziehung zu haben und was hilft uns dabei? Иметь близкие отношения. Eine enge Beziehung zu haben. Бог желает иметь с нами такие отношения. Gott wünscht mit uns so eine Beziehung zu haben. Он пришел на эту землю. Er ist auf diese Erde gekommen. И когда мы сказали, und als wir gesagt haben, Иисус, Jesus, войди в мое сердце, komm in mein Herz, стань моим Господом, werd mein Herr, стань моим Спасителем, werd mein Retter, он вошел, ist er eingekommen, и он живет в нас, und er lebt in uns, и это настолько близко, und es ist so nah oder so eng. Одна группа поет песню на расстоянии дыхания. Es gibt eine Lobpreisgruppe, die singt ein Lied, das heißt, die Entfernung ist ein Atemzug. Könnt ihr euch vorstellen, Gott ist uns so nah, wie uns unser eigener Atem ist. Er wartet immer auf uns. Er lebt in uns. Unser Leib ist der Tempel Gottes. Если вот только призадуматься над этим, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, сам Бог Вселенной, Gott selber, der Gott des Universums, который сотворил небо и землю, der den Himmel und die Erde geschaffen все звезды, все галактики, alle Sterne und alle все, Galaxien, что на земле, море, alles, все, was auf der Erde море, ist, das Meer und alles, was im Meer ist. Из нас. Er lebt in jedem von uns. Аж мурашки по коже. Ich bekomme schon Gänsehaut. Мы христиане. Wir sind Christen. Что означает это слово? Was bedeutet dieses Wort? Что оно для вас означает? Was bedeutet es für euch? Скажите мне, вот что вы думаете? Sag что mir, такое христианин? Was denkt ihr, was ist ein Christ? Дитя Божье. Ein Kind Gottes. Я смотрела в словарях. Ich habe Они in пишут Wörterbüchern «Последователь Иисуса и его учение». Dort steht ein Nachfolger. Но мы не называемся Jesu. Иисусовцы. Und seiner Lehre. Und wir heißen nicht Jesusana, wir heißen Christen. Die Antwort habe ich bei Kenneth Copeland gefunden. Сказал, Kenneth. Er hat gesagt, Christus bedeutet der Gesalbte. Иисус помазанный. Jesus der Gesalbte. Христос не фамилия. Christus ist nicht sein Familienname. Иисус помазанный. Christus, Jesus der Gesalbte. И когда он вошел в нас, und als er in uns eingegangen ist, его помазание, ist seine Salbung auch in uns. Оно на нас. Es ist auf uns. Помазание Иисуса. Die Salbung Jesu. Если мы вспомним ту историю, когда он вошел в синагогу. Wenn wir uns an die Geschichte erinnern, als er in die Synagoge reingekommen ist. И сказал: Господь Бог помазал меня. Und gesagt hat: Gott der Herr hat mich gesalbt. Исцелять сокрушенных сердцем. Die gebrochenen Herzen sind zu heilen. Выпускать измученных на свободу. Die gequälten in die Freiheit zu lassen. Проповедовать лето Господне. Und благоприятное. Das gute Jahr des Herrn zu verkünden. У нас то же самое помазание. Wir haben dieselbe Salbung. Можете себе представить? Könnt ihr euch das vorstellen? Если мы только начнем об этом размышлять. Wenn wir nur anfangen darüber nachzudenken. Если мы только начнем этим жить. Wenn wir anfangen damit zu leben. Если мы постараемся поставить Бога на его первое место. Wenn wir uns bemühen, Gott an seine erste Stelle там, zu stellen. Где он должен быть. Da, wo er auch sein soll. Но мы настолько загружены нашими повседневными делами. Aber wir sind so beladen mit unseren alltäglichen Dingen, Erledigungen. Ekklesiast говорит. Der Prediger schreibt. Это все суета, сует. Das ist alles. Это все проходящее. Das ist alles die Hektik, der Hektiken und das все, ist alles vergänglich. Все, что мы делаем каждый день, это все проходящее. Alles, was wir jeden Tag tun, das ist alles vergänglich. Что мы имеем отношение с Богом. Nur, dass wir ein Verhältnis mit Gott haben. Это будет вечно. Das allein wird ewig sein. Когда мы придем на небеса. Wenn wir in den Himmel kommen. Не будет ни работы, ни семьи, не надо кушать, варить. Wird es keine Arbeit mehr geben, keine Familie, du musst kein Essen mehr kochen. Мы будем славить Бога. Wir werden den Herrn preisen. Видеть его. Wir werden ihn sehen. Мы сейчас можем его верою увидеть, да? Wir können ihn jetzt im Glauben sehen, ja? Но тогда мы будем видеть его своими глазами. Aber dann werden wir ihn mit eigenen Augen sehen. И мы будем славить его. Und wir werden ihn preisen. Это будет чудесное время. Und es wird eine wunderbare Zeit.
И в молитвах мы соединяемся с Богом. Und in Gebeten vereinen wir uns mit Gott. И Он заботится о каждой мелочи в нашей жизни. Und er sorgt sich um jede Kleinigkeit in unserem Leben. До такой степени. In so einem Ausmaß. До какой мы позволяем ему. Wie wir es ihm gestatten. Понимаете? Он пришел, он сделал то, что ему нужно было. Er ist gekommen und hat das getan, was er tun musste. И на кресте он сказал: «Свершилось». Und am Kreuz hat er gesagt: «Es ist vollbracht». Теперь, jetzt, если что-то у нас не так, wenn etwas bei uns nicht so läuft, это не вина Бога, ist es nicht die Schuld Gottes. Это где-то мы, das sind irgendwo где-то wir. Мы пропустили, irgendwo haben один wir, гол от дьявола, haben wir ein Tor vom Teufel durchgelassen, или несколько, oder einige. Бог уже все совершил. Gott hat schon alles vollbracht. Не пропускать возможности общаться с Богом. Wir sollten die Gelegenheit nicht übergehen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Искать эту возможность. Und diese Gelegenheit zu suchen. Давид говорил: «С раннего утра буду искать тебя». David hat gesagt: «Vom frühen Morgen an werde ich dich suchen» oder «suche ich dich». Мне так понравилось, как Джойс Майер сказала. Mir gefällt es, wie Joyce Meyer gesagt hat. Каждое утро говори. Jeden Morgen musst du sagen: «Сегодня меня ожидает что-то хорошее». Heute erwartet mich etwas Gutes. «Сегодня произойдет что-то хорошее». Heute geschieht etwas Gutes. Я думаю, я же забуду. Ich denke mir, ich vergesse das so. Написала большой лист. Ich habe mir so ein großes зеркалу прилепила. Blatt geschrieben und im Schlafzimmer einen Spiegel gehängt. «Сегодня со мной произойдет что-то хорошее». Und gesagt: «Oh, heute passiert mit mir etwas Gutes». Тебе. Herr, danke ты dir. Благой, Господь. Du bist gut, и Herr. У тебя нет и тени перемен. Und du hast keine, и ты даешь только хорошее. Unveränderlich und du gibst nur Gutes. Понимаете? Versteht Если ihr? Приходит в нашу жизнь что-то не такое хорошее, wenn, или не очень хорошее, или может быть плохое, wenn in unser Leben etwas nicht so Gutes oder vielleicht sogar etwas Schlechtes kommt, это не от Бога. Ist das nicht Нам von нужно Gott. Научаться Wir müssen lernen, видеть, где есть Божья рука, zu sehen, wo Gottes Hand ist, а где рука дьявола, und wo die Hand des Teufels ist. Нам нужно научиться ставить цели в нашей жизни, Wir müssen lernen, Ziele чтобы in unserem наши Leben молитвы setzen. Они стали конкретными. Damit unsere Gebete genau werden, detaillierter werden. Я вспоминаю то время, когда мы приехали в Германию. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir nach Deutschland gekommen sind. In den Sprachkursen. Und im Sprachkurs. Учитель сказала нам. Hat der Lehrer gesagt. Напишите ваши цели. Schreibt eure Ziele auf. На короткое время и на длинное. Как вы видите, чего вы хотите в жизни добиться? Auf eine kurze Zeit und einmal auf eine lange Zeit. Was seht ihr? Langfristig. Genau. Was seht ihr? Was möchtet ihr erreichen? И вы знаете, я недавно нашла эту бумажку. Und wisst ihr, ich habe vor einiger Zeit diesen Zettel я gefunden. Я читала и удивлялась. Und ich habe gelesen und habe mich Все, gewundert. Что я записала, оно сбылось. Alles, was ich mir notiert habe, ist, hat sich erfüllt. Я написала: получить Führerschein. Ich habe hingeschrieben, einen Führerschein zu bekommen. Ich habe ihn. Иметь машину. Ein Auto zu haben. Ich habe es. Выучиться на профессию. Я это Eine сделала. Ausbildung zu bekommen. Das habe ich gemacht. Сына. Ина была уже замужем. Mein Sohn zu verheiraten. Ина war schon verheiratet. Слава Богу, не Gott только Dank. Сын уже маленькая замужем. Nicht nur der Sohn, sondern die Jüngste ist auch schon verheiratet. Знаете, я читала и говорю. Ich habe das gelesen und ich sage. Если у нас это будет написано. Wenn das bei uns geschrieben ist. Мы будем за это молиться. Werden wir dafür beten. А если мы будем за это молиться, это произойдет. Und wenn wir dafür beten, werden wir das geschehen. Мы настолько часто заняты. Wir sind oft so beschäftigt. Я так часто слышала от людей. Ich habe so oft von Menschen gehört. Некогда. Ich habe keine Zeit. Даже некогда вот Библию почитать. Ich habe einfach keine Zeit, Bibel zu lesen. Ой, даже вчера некогда было помолиться. Ich hatte gestern nicht mal Zeit zu beten. Вы знаете? Wisst ihr? Попробуйте пару дней записать все свои дела. Versucht mal ein paar Tage lang alle eure Aufgaben zu notieren. И сколько времени вы на это потратили? Und wie viel Zeit ihr darauf verschwendet? А потом сядьте и проанализируйте. Und danach setzt euch hin und analysiert. На что вы тратите свое время? Wofür verschwendet ihr eure Zeit? Я это сделала. Ich habe das getan. Я нашла что-то лишнее. Und ich habe etwas Überflüssiges gefunden. Я это убрала из своей жизни. Ich habe das aus meinem Leben genommen. Я сказала: Бог, я хочу больше времени проводить с тобой. Ich habe gesagt: Gott, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. И слава Богу за возможности. Und Gott sei Dank für die Möglichkeiten.
Сейчас есть такая возможность иметь аудиобиблию. Jetzt gibt es so eine Möglichkeit, eine Audiobibel dabei da zu haben. Если некогда читать, wenn du keine Zeit hast zu lesen, можно включить, kann man sie einschalten, мыть посуду, das Geschirr waschen, варить, кушать, das Essen kochen, aufräumen und hören и размышлять, und darüber nachdenken. Это тоже выход. Das ist auch ein Ausweg. Знаете, когда я стараюсь каждый день ходить гулять. Wisst ihr, ich versuche jeden Tag spazieren то, zu gehen. Это то, что я себя заставляю делать. Неважно, солнце светит или дождь идет. Das ist das, was ich mich zwinge zu tun, unabhängig davon, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Поднимаюсь и иду. Ich heb mich einfach auf und ich gehe. 50 минут, один час я хожу. 50 Minuten bis zu einer Stunde gehe ich immer. Handy в кармане. Mein Handy ist in meiner Tasche. Наушники в ушах. Die Kopfhörer habe ich im Ohr. Или это прославление. Und entweder ist es Lobpreis. Или это чья-то проповедь. Oder es ist die Predigt von jemandem. Проповедь в основном полчаса. Die Predigt in der Regel eine halbe Stunde und danach laufe ich und bete. И вы знаете? Und wisst ihr? Я стала замечать. Ich habe festgestellt. Раньше мне было трудно идти. Früher fiel es mir schwer zu gehen. Сейчас я иду, я даже не замечаю, что моя нога что-то там мне говорит. Und jetzt gehe ich und ich bemerke gar nicht, dass mein Fuß mir da irgendwas sagt. Да? Я могу целый час идти. Ich kann eine ganze Stunde laufen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Я просто стала замечать, как Слово Божье стало работать. Чем больше мы уделяем времени Слову Божьему. Ich habe einfach festgestellt, wie das Wort Gottes anfing zu arbeiten. Je mehr Zeit wir dem Wort Gottes widmen, тем больше Слово Божье работает в нас. Umso mehr arbeitet das Wort Gottes in uns. Царство Божье. Das Reich Gottes. Оно усилием берется. Wird mit Gewalt an uns gerissen. Диване, indem wir auf dem Sofa liegen und Fernsehen gucken, wird das Reich Gottes nicht näher kommen. Написано, что прилагающие усилия, es steht geschrieben, dass восхищают его. Wer Kraft investiert, begeistert ihn. И Царство Божье. Und das Reich Gottes это праведность, мир и радость. Ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. И вы даже не заметите, как радость начнет наполнять. Und ihr werdet gar nicht bemerken, wie Freude anfängt euch zu erfüllen. Как радость начнет изливаться. Wie Freude anfängt einfach überzufließen, überzuschwappen. Это так здорово. Es ist so wunderbar. Религиозные такие представления об Иисусе. Eine religiöse Vorstellungen von Jesus oder über Jesus. Фильмы. Filme показывают нам Иисуса такого печального. Zeigen uns Jesus so traurig. Вот он знает, что ему надо сделать, и он вот такой печальный. Weiß, was er tun soll, und er ist so traurig. Это неправда. Es ist nicht wahr. Библия говорит, die Bibel sagt, что он был самым веселым человеком на земле. Dass er der allerfröhlichste Mensch auf der Erde war. Если мы читаем Еврея 9 главу, wenn wir Hebräer 9 lesen, там стоит, что Бог помазал его. Елеем радости, более всякого другого. Dann steht dort, dass Gott ihn gesalbt hat mit dem радость в Господе, сила наша. Dass Gott ihn gesalbt hat mit der Salbung der Freude mehr als alles andere. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Иисус был счастливый человек. Jesus war ein fröhlicher Mensch. Und счастливый. Ein zufriedener Mensch. Glücklich. Ein glücklicher Mensch. Он был счастливый, он был радостный. Er war, и то, что он делал для людей. Er war glücklich und freudig und das, was er für die Menschen tat, hat er mit Freude getan. Und dieser Jesus lebt in uns und wir erdrücken ihn mit unseren Sorgen, mit unseren Traurigkeiten. Oh, Jesus, du weißt gar nicht, wie schwer es für mich jetzt ist. Если мы подумаем, как ему было тяжело. Wenn wir darüber nachdenken, wie schwer es für ihn war. Если мы подумаем, что в ту ночь, wenn wir daran denken, dass in dieser Nacht, его пот был как капли крови, war sein Schweiß wie ein Tropfen Blut. И врачи говорят, und die Ärzte sagen, что кровавый пот выходит у человека, dass Blutschweiß aus dem Menschen rauskommt, когда обширный инфаркт, wenn er einen großen Infarkt hat, einen Infarkt это когда сердце мышца сердечная, она рвется. Ein einflussreichender Infarkt. Ein Infarkt ist, wenn die Muskeln im Herzen eines Menschen zerreißen. Боль он испытывал. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein его Schmerz сердце er рвалось на части. Durchlebt hat, sein Herz wurde in Stücke gerissen. Он мог бы сказать, er könnte sagen,
Я не могу больше. Ich kann nicht mehr. Все, я сдаюсь. Ich gebe auf. Отец, забери меня. Vater, nimm mich. Он молился. Er hat gebetet. Говорил, если возможно. Und hat gesagt, wenn es möglich ist. Пусть минует меня чаша сия. Soll dieser Kelch an mir vorüberziehen. Но не как я хочу. Aber nicht so wie ich will. Но воля твоя да будет. Sondern dein Wille geschehe. Как нам надо брать с Иисуса пример? Wie müssen wir von Jesus ein Beispiel nehmen? В наших молитвах. In unseren Gebeten. Господь, не как мы хотим. Herr, nicht wie wir wollen. Пусть воля Твоя свершится. Soll dein Wille geschehen. Пусть Твоя воля придет с небес на землю. Soll dein Wille vom Himmel auf die Erde kommen. Мы знаем прекрасно, что воля Божья. Wir wissen sehr gut, dass der Wille Gottes. Она благая. Gut ist. Угодная и совершенная. Wohlgefällig. Она совершенная для нас. Es vollkommen. И чего für же uns. Мы хотим? Und was и wollen почему wir? Мы своими силами пытаемся где-то что-то сделать? Und wieso versuchen wir aus eigener Kraft irgendwie irgendwo was zu machen? Я уже сказала, мы можем иметь настолько близкие отношения с ним. Ich habe schon gesagt, wir können so ein nahes Verhältnis mit ihm haben, wie wir es ihm erlauben. Убираемся ли мы, Господь? Помоги мне. Räumen wir auf und sagen, Herr, hilf mir. Идем закупаться, Господь, дай мудрости. Gehen wir einkaufen, sagen wir, Herr, gib mir Weisheit. Что нужно. Dass ich nur das kaufe, was ich brauche. Я часто так себя ловлю на том, что забежишь в магазин за хлебушком. Ich ertappe mich выйдешь, selbst oft dabei. Du kommst, вроде мне только хлеб нужен был. Du kommst rein und willst nur Brot und kommst raus und sagst, eigentlich brauchte ich ja nur Brot. И дома смотришь, думаешь, ну вот это можно было бы, а Да? Zu Hause schaust du, denkst du, ja, das und Нам das hätte man kaufen мудрость. Können, aber wir brauchen Weisheit. И тот, кто знает все, und der alles weiß, знает все, что нам нужно, der weiß, он was может wir brauchen. Нам помочь. Er kann uns Даже helfen. В таких мелочах. Sogar in solchen Kleinigkeiten. Мысль мелькнет, ну зачем тебе это, оставь это so, лежать. Einfach nur so ein Gedanke, du sagst, wofür brauchst du das, lass das liegen. Бог хочет иметь с нами такие близкие отношения. Gott möchte mit uns so ein enges Verhältnis haben. И для этого нам нужно быть просто честными с ним. Und dafür müssen wir einfach ehrlich zu ihm мы sein. Мы часто лукавим. Oft sind wir hinterlistig. Нет, мы лукавим. Мы притворяемся. Oft täuschen wir. Мы лукавим даже с собой. Wir täuschen sogar uns selber. Где-то начинаем себя оправдывать. Irgendwo fangen wir an, uns ну, selber вот, zu rechtfertigen. Ну вот сегодня не получилось, да? Ja, heute hat как es nicht Ксения geklappt, говорила. Ja. Ладно, сегодня не успела помолиться, завтра. Ja, heute habe ich nicht geschafft zu beten, morgen. Нам нужно быть честными с Богом. Wir müssen ehrlich zu Gott sein. Вы знаете, wisst ihr, эту неделю, кто смотрит «Победоносный голос верующего», знает, что передача была о том, как Бог нас любит. Wer die Serie guckt, also die sie gerade genannt hat, Победоносный голос веры, das heißt die siegreiche Stimme des Gläubigen, der weiß, dass das Thema diese Woche war, dass Gott uns liebt. И внук Кеннета и Глории, und der Enkel von Kenneth und Gloria, он разворачивал стих Иоанна 3:16, hat den Vers Johannes 3:16 entfaltet, со всех сторон, aus allen Richtungen, von он allen сказал, Seiten. Вы знаете, в этом стихе er hat gesagt, wisst ihr, in diesem Vers заключается вся суть Евангелия. Ist das ganze Evangelium oder das ganze Fazit, der ganze Sinn des Evangeliums eingeschlossen. Ибо так возлюбил Бог мир. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, что отдал Сына Своего Единородного, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, чтобы damit все кто верит в него, jeder, der an ihn glaubt, имели жизнь вечную, das ewige Leben haben. Он сказал, он нас так возлюбил. Er hat gesagt, er hat uns so geliebt. И вот это так, und dieses so показывает степень, zeigt, до какой степени он нас возлюбил. Zeigt das Ausmaß, wie sehr er uns geliebt Мы знаем, hat. Что Богу принадлежит все, все богатства земли. Wir wissen, dass все Gott alles галактики, звезды, все. Die ganzen Reichtümer dieser Erde, Богу. Alle Galaxien und alles. Он мог бы сказать, ну вот, горы золота, пожалуйста. Er hätte gesagt, bitte schön, Berge aus Gold. Звезду с неба, да пожалуйста. Ein Stern vom Himmel, bitte. Но он нас так возлюбил. Aber er hat uns so geliebt, что своего единственного. Dass er seinen Eingeborenen. Единственного, то, что у него было, вот самое дорогое. Das, was er hatte, das allerteuerste, für uns gegeben hat. И
чтобы иметь вот эти близкие отношения с Богом. Und um dieses enge Verhältnis mit Gott zu haben, нам надо утвердиться в этой любви. Müssen wir uns in dieser Liebe verwurzeln. Напоминать себе каждый день. Und uns jeden Tag daran erinnern. Бог меня так любит. Gott liebt mich so sehr. Он меня так любит. Er liebt mich so Он sehr. Он не пожалел сына своего ради меня. Er hat seinen Sohn ihm war sein Sohn nicht zu schade für mich. Как с ним не дарует нам и всего, да? Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Он нас так любит. Er liebt uns so sehr. И близкие отношения с Богом. Und ein enges Verhältnis mit Gott. Если мы посмотрим всю историю Иисуса Христа, пока он был на земле. Wenn wir uns die ganze Geschichte Jesu Christi anschauen, als er auf der Erde war. Тысячи людей ходили за Иисусом. Tausende von Menschen sind hinter Jesus hergegangen. Можете себе представить, когда он накормил 5 человек только мужчин? Könnt ihr euch vorstellen, Это значит, wo er... человек 15 или 20 тысяч было там, да? Als er die 5000 тысячи ходили за ним. Genährt hat, da waren bestimmt 15 oder 20.000. Tausende von ihnen gingen hinter ihm her. Und aus ihnen erwählte er 70. Помимо его 12 учеников, из этого числа он выбрал 70. Neben den 12 Jüngern erwählte er aus dieser großen Summe 70 und gab ihnen Macht. Сказал, идите. Он hat gesagt, geht. Молитесь. Betet. Исцеляйте. Heilt. Воскрешайте. Weckt Tote auf. Изгоняйте. Treibt Dämonen aus. Пошли. Und sie sind gegangen. Пришли, радовались. Und sie sind gekommen und haben Даже sich gefreut. Даже бесы повинуются имени твоему. Sogar die Dämonen sind uns untertan. Но когда подошло время, Aber als die Zeit kam, Иисус стал учить. Fing an, Jesus zu lernen. Зная, что ему предстоит. Und er wusste, was ihm bevorsteht. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht meinen Leib essen werdet und nicht mein Blut trinken werdet, werdet ihr keinen Teil an mir haben. Даже те 70. Dann haben sogar die Что 70 это такое gesagt. Он говорит? Was sagt er da? Это же невозможно слушать. Das kann man doch nicht hören. И они оставили его. Sie haben ihn gelassen. Несмотря на то, unabhängig davon, что его именем dass in seinem Namen они исцеляли, haben sie geheilt haben, бесов изгоняли, sie Dämonen ausgetrieben haben. Повернулись и ушли. Sie haben sich umgedreht und sind gegangen. Тогда он спросил 12. Und dann hat er die 12 gefragt. Не хотите ли вы оставить меня? Wollt ihr mich nicht auch verlassen? И Петр сказал нет. Und Petrus hat gesagt nein. Ты Христос. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. У тебя слова вечной жизни. Du hast Worte des ewigen Lebens. Но и среди этих 12 Und zwischen diesen 12 были три человека, waren drei, которых выделял Иисус, die Jesus hervorgehoben которых Он взял с собой на гору Вознесения, die er mit auf den Berg der Verwandlung которых Он взял hat, с собой в комнату, чтобы воскресить девочку. Die er mit ins Zimmer genommen hat, um das Mädchen zum aufzuwecken. Это были Петр, Иоанн и Яков. Es waren Petrus, Johannes und Jakob. И среди этих трех und unter diesen dreien был один, war einer, который возлежал на груди Иисуса, der auf der Brust Jesu lag. Который всегда говорил о себе. Der immer von sich gesagt hat. Ученик, которого любит Иисус. Der Jünger, den Jesus liebt. Можете себе представить? Könnt ihr euch vorstellen? Давайте откроем с вами Иоанна 3:23. Lasst uns Johannes 3:23 aufschlagen. Нет. Что-то я перепутала. 19:26. Nicht die vorher genannte Stelle, sondern 19:26. Der 26. Vers. Иисус, увидев матерь и учеников, ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, это сын твой».
Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Есть много мест Писания, где Иоанн говорил: ученик, которого любил Иисус. Es gibt viele biblische Stellen, wo Johannes sagt, der Jünger, den Jesus liebte. Als Johannes zum Grabstein kam, он о себе так говорит. Spricht er so von sich. Когда он говорит, что ученик, которого любил Иисус, лежал на груди, он говорит о себе. Als er sagt, der Jünger, den Jesus liebte, lag auf seiner Brust, dann spricht auch von sich. Иоанн любил Иисуса такой детской любовью. Johannes liebte Jesus mit so einer kindlichen Liebe. И он не стеснялся об этом говорить, что он любит Иисуса. Und er schämte sich nicht davon zu sprechen, dass Jesus любит его. Und dass Jesus ihn liebt. Когда в любой ситуации он не говорит я, он говорит ученик, которого любил Иисус. Und in jeder Situation sagt nicht ich, sondern der Jünger, den Jesus liebte. Он понял это. Er hat es verstanden. Он принял это. Er hat es angenommen. Что Бог любит его. Dass Gott ihn liebt. И когда Иисус Христос открыл Петру, какой смертью он умрет. Und als Jesus Christus Petrus offenbarte, was für einen Tod sterben wird. Петр сразу посмотрел на Анну, говорит: А он? Petrus schaute sofort auf Johannes, hat gesagt: Und was ist mit ihm? Он ему говорит: Что тебе до того? Er hat gesagt, was interessiert dich das? Oder was geht dich das an? Was geht dich das an? Ich sage dir das. Geh und tue. Ученики были такие же люди, как мы. Die Jünger waren genauso Menschen wie wir auch. Со своими проблемами, со своими заботами. Mit ihren Problemen und Sorgen. Но я хочу, чтобы мы сегодня поверили в то, что Иисус нас любит. Aber ich möchte, dass wir heute daran glauben, dass Jesus uns liebt, dass der Vater uns liebt. Чтобы в любой ситуации, dass in jeder Situation, какая бы ни происходила в нашей жизни, die wir in unserem Leben мы говорили: Бог меня любит. Dass wir sagen: Gott liebt mich. И если пришла такая ситуация, und wenn so eine Situation kommt, Бог уже знает, weiß Gott schon, как меня из этого вытащить. Wie er mich da rausholen soll. Он меня не оставит и не покинет. Er lässt mich nicht und verlässt mich nicht und vergisst mich nicht. Одно место в Писании говорит, eine Bibelstelle sagt, даже если мать оставит свое дитя, sogar wenn die Mutter ihr eigenes Kind verlässt, даже если мать оставит свое дитя, sogar wenn die Mutter ihr eigenes Kind verlässt, он не оставит нас, wird er uns nicht verlassen. Я говорю, эту любовь понять просто невозможно. Ich sage, diese Liebe zu verstehen, нам нужно поверить в нее. Man muss daran glauben. И многие христиане говорят: Und viele Christen я sagen, же верующий. Ich bin doch gläubig. Почему пришло вот это или вот это в мою жизнь? Warum ist das oder das in mein Leben gekommen? А никто не сказал, что если ты примешь Иисуса, Und niemand hat gesagt, dass nur wenn du станешь Jesus верующим, что никаких проблем не будет. Und gläubig wirst, dass du keine Probleme haben wirst. Но Иисус обещал. Aber Jesus hat versprochen, что он всегда в любой проблеме, dass er immer in jedem в любых трудностях, in jeder он Sorge будет с нами. Wird er mit uns sein. И если мы доверимся ему, wenn wir uns ihm он нас вытащит. Wird er uns rausholen. О, я слушала на днях такое свидетельство. Ich habe die Tage so ein Zeugnis gehört. Свидетельство Крефла Доллара. Das Zeugnis von Крефла Доллара. Крефла Доллар. Это темнокожий пастор из Германии, из Америки. Das ist ein dunkelhäutiger Pastor aus Amerika. Очень большая церковь. Hat eine sehr große Gemeinde. И он был на передаче Кеннета Копленда. Und er war in der Serie von Kenneth Copeland. Кеннет спросил его. Und Kenneth fragt ihn. Расскажи, что было у тебя? Erzähl, was ist bei dir geschehen? Врачи поставили ему смертельный диагноз. Und die Ärzte haben ihm eine tödliche Diagnose gestellt. Сказали, осталось немного. Und haben gesagt, nicht mehr lange. Вы знаете, этот человек не возопил, что это такое? Я пастор. Бог, ты чё, ты где? Не видишь, что ли? Я же служу тебе. Und dieser Mensch fing nicht an und sagte, ich bin Pastor, Gott, siehst du nicht, ich diene dir. Нет? Nein. Он говорит, я закрылся в своей комнате. Er hat gesagt, ich habe mich in meinem Zimmer abgeschlossen. Я взял с собой Слово Божье. Hab das Wort Gottes mitgenommen. И все это время, когда я был в этой комнате, Und diese ganze Zeit, die ich in diesem Zimmer я вкладывал семена Слова Божьего в свое сердце. Die Samen des Wortes Gottes in mein Herz eingelegt. Это длилось 5 дней. Und das ging 5 Tage. Он не выходил. Er ging nicht raus. Никто к нему не заходил. Niemand он отключил телефон. Er hat sein Telefon ausgestellt. Он и Бог. Es war nur er und Gott.
И он сказал, через пять дней. Und er hat gesagt, in fünf Tagen. Я почувствовал. Habe ich gespürt. Это свершилось. Es ist vollbracht. Я позвонил жене. Ich habe meine Frau angerufen. И сказал. Und habe gesagt. Это свершилось. Es ist vollbracht. Вы знаете, часто в ситуациях, когда что-то происходит не так. Wisst ihr, oft in Situationen, in denen etwas nicht so läuft, wie wir erwarten. К телефону. Laufen wir schnell zum Telefon. Oder к служителям. Oder zu irgendwelchen Dienern. Мы забываем, что сам Бог, всемогущий Бог, который может Gott, намного больше, чем наши служители, который Diener, может намного больше, чем наши друзья, Он живет в нас. Kann, он ждет, Freude, ну открой же ты мне, скажи же ты мне. Wartet, öffne mir, sprich zu mir. Нам нужно видеть Иисуса глазами веры. Wir müssen Jesus mit Augen des Glaubens sehen. И некоторые люди говорят, und einige Menschen sagen, вот если Бог даст чудо, wenn Gott ein Wunder gibt, тогда я поверю в Него. Dann werde ich an ihn glauben. Да? Yeah? Я вспоминаю всегда Гидеона. Ich erinnere mich immer an Gideon. Он три раза Бога проверял. Er hat dreimal Gott geprüft. Вот проса пусть будет на шкуре, а вот на траве нет. Он говорит, нет, если это ты, пусть будет наоборот. Бог опять сделал. Der Tau soll auf einer, wo drauf liegen? Ah, auf dem Feld. Der Tau soll auf dem Feld liegen und nicht auf der Wiese. Und dann glaube ich dir. Und das nächste Mal andersrum. Давайте посмотрим на израильтян. Lasst uns auf die Israeliten schauen. Сколько чудес они видели. Wie viele Wunder haben sie gesehen? Когда Бог выводил их своей крепкой рукой из Египта. Als Gott sie mit seiner starken Hand aus Ägypten ausführte. Die видели? 10 видели. Strafen für Ägypten. В пустыне. In der Wüste, где нечего было есть, in der es nichts zu essen Бог дал gab, им манну. Hat Gott ihnen Manna gegeben. Сказали, не нужна манна, Бог дал им мясо. Sie haben gesagt, Manna brauchen wir nicht, воды Gott gab ihnen нету. Fleisch. Из скалы вода пошла. Wasser gab es nicht, Wasser kam Даже aus einem Fels. Красное море Бог раздвинул. Sogar das Rote Meer hat Gott entzwei geteilt. Они посуху прошли. Sie sind durchs Trockene hindurch gegangen. Обернулись. Haben sich umgedreht и смотрели, как Бог потопил весь Египет, und haben, все египетское войско. Und haben gesehen, wie Gott ganz Ägypten ertränkt hat. Уж казалось бы, такие чудеса. Es schien so, als wären es solche Wunder. Но они не приблизились через это к Богу. Aber sie sind dadurch Gott nicht näher gekommen. Они продолжали роптать. Sie murrten weiter. Все было не так. Alles war falsch. Alles war schlecht, so. Бог сказал. Gott hat gesagt, не войдете в землю обетованную. Werdet nicht in die, in das verheißene Land Наш ропот – это то, что отделяет нас от Бога. Unser Murren ist das, was uns von Gott trennt. Не надо роптать. Man sollte nicht murren. В любой ситуации. In jeder Situation. Бог знает выход. Gott kennt einen Ausweg. Чем ближе наши отношения с Богом, je enger unser Verhältnis mit Gott ist, тем меньше мы будем изнемогать от всевозможных сражений. Umso weniger werden wir leiden aus irgendwelchen Anfechtungen, wegen irgendwelchen Anfechtungen. Мы так часто сражаемся с дьяволом. Wir kämpfen oft Дьявол, mit dem Teufel. Мы запрещаем тебе. Teufel, wir verbieten Дьявол. Dir. Пошел вон Teufel, во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Убирайся вон, забирай своих бесов. Verschwinde im Namen Jesu, nimm deine Dämonen mit. А Библия говорит. Aber die Bibel sagt. Покоритесь Богу. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. И противостаньте дьяволу. Und widersteht dem Teufel. И убежит от вас. Und wird vor euch fliehen. То есть первое условие. Das heißt die erste Bedingung. Смириться. Ist es sich zu demütigen. Sich zu demütigen. А потом противостать und dann zu widerstehen, с Божьей силой. Mit Gottes Kraft. И тогда убежит. Und dann wird weglaufen. У нас есть великая привилегия. Wir haben das große Privileg, выбирать. Zu wählen. Что нам говорить? Was wir sagen sollen, и во что нам верить? Und woran wir glauben sollen. Верим в Бога. Glauben wir an Gott, Бог работает. Arbeitet Gott. Верим дьявола. Glauben wir an den Teufel. Тоже работает. Arbeitet auch. Вы знаете, наша негативная вера чаще срабатывает, чем позитивная. Wisst ihr, unser negativer Glaube arbeitet öfter als unser positiver. Я сегодня хочу немножко говорить о словах, ich möchte heute etwas über которые Worte sprechen, мешают нам иметь близкие отношения с Богом. Die uns daran hindern, ein enges Verhältnis mit Gott zu haben. Мы часто
лжем вот так в мелочах. Oft lügen wir in Kleinigkeiten. Да. У меня часто было такое, звонит кто-нибудь. Ich hatte das oft, jemand ruft an. Может, говорит, скажи, что меня нету. Und der Mann sagt, иди сам скажи. Ich bin nicht da. Und ich habe gesagt, sag das selber. То есть мы иногда позволяем себе какие-то мелочи. Wir erlauben uns manchmal irgendwelche Kleinigkeiten. Но надо помнить, что такое ложь. Aber wir müssen wissen, was Lüge bedeutet. Пришла от дьявола. Die Lüge kam vom Наш Teufel. Бог есть истина. Unser Gott ist die Wahrheit. И Бог ненавидит ложь. Und Gott hasst die Lüge. Бог ненавидит ложь. Gott hasst die Lüge. Нету никакой лжи во спасение. Es gibt keine Errettung in der Lüge. Не говорите лжи друг другу. Lügt einander nicht an oder erzählt Лучше einander keine Lügen. Истину. Sagt besser die Wahrheit. Но с любовью. Aber mit Liebe. Потому что если просто взять слово Божье. Weil wenn man einfach das Wort Gottes nimmt, мы знаем, что это меч обоюдоострый. Wissen wir, этим мечом можно поранить. Ein scharfes Messer Поэтому ist, mit нам dem надо man verletzen говорить kann. Истину друг другу, Und но с любовью. Müssen wir einander die Wahrheit sagen, aber Для этого lieben. Просить у Бога мудрости. Und dafür müssen wir bei Gott um Weisheit что bitten. И как, что и как говорить. Und was wir sagen sollen. Что еще отделяет нас от Бога? Was trennt uns auch von Gott? Наши обиды, наши непрощения. Unsere Beleidigungen, unsere Unvergebenheiten. Бог говорит, если стоишь на молитве, Gott sagt, wenn du im Gebet stehst, и вспомнил, und dich daran erinnerst, что твой брат имеет против тебя что-то, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, пойди, примирись с ним. Geh hin und versöhne dich mit ihm. И я говорю вам сегодня, und ich sage euch heute, если в вашем сердце есть обида, wenn in eurem Herzen если в вашем сердце живет непрощение, oder Unvergebenheit, это отделяет нас от Бога. Trennt uns das von Gott. Становится стена. Es entsteht eine Wand. И мы не можем ее пробить. Und wir können diese Wand nicht durchschlagen. Наши молитвы, они недейственны. Unsere Gebete sind nicht wirksam. Если есть что-то у брата твоего против Wenn тебя, dein Bruder etwas gegen у твоей dich сестры что-то против oder тебя, deine Schwester etwas gegen иди, dich hat, geh hin. Примирись. Versöhne dich. Не давай свое тело мучителю. Lass dein Leib nicht dem, потому dem, что dem тот, quälen кто не прощает, Weil der, der nicht vergibt, он живет в мучении. Er lebt in der, in Qualen. Это рабство. Das ist Knechtschaft. Бог не дал нам духа рабства. Und Gott hat uns keinen Geist der Knechtschaft Он не хочет, gegeben. Чтобы мы жили в рабстве. Und er möchte nicht, dass Бог wir Knechtschaft хочет, чтобы leben. У нас была свобода. Er möchte, dass Полная wir Freiheit свобода. Haben. Он за Volle это заплатил Freiheit. Такую цену. Dafür hat er so eine Summe bezahlt. Прощайте друг друга. Vergebt einander. Не обижайтесь. Und seid nicht beleidigt aufeinander. Мы часто в церкви говорим, Oft sagen wir in der Gemeinde, надо говорить так и так. Man muss so oder so sagen. Нельзя говорить так и так. Man darf nicht so oder so и некоторые sagen. Люди говорят, а чё вы загоняете нас в рабство? Und einige Menschen Мы sagen, же не роботы говорить вот так и так. Wieso bringt ihr uns in Knechtschaft? Wir sind doch keine Roboter, um sowas, um das Я genau сам so господин so над своими устами. Ich bin der Herr чё meiner хочу, Lippen. То и говорю. Was ich sagen will, das sage ich. Но если Иисус наш Господин, Aber wenn Jesus unser Herr ist, наш Господь, unser Herr, тогда Он и Господь над нашими устами. Dann ist er auch Herr über unsere Lippen. И в Псалме 11:2-5. Und in Psalm 11:2-5. In Psalm 11:2-5. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивые говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят языком нашим, пересилим, уста наши с нами. Кто нам, Господин? Da, auf Deutsch ist das Psalm 12, Vers 2 bis 5. Hilf, Herr, denn der Getreue ist dahin, die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie erzählen Lügen, jeder seinem Nächsten, mit schmeichelnder Lippe, mit hinterhältigem Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten alle schmeichelnden Lippen, die Zunge, die großtuerisch redet. Der fünfte Vers sagt noch, sie, die sagen, wir wollen mit unseren Zungen herrschen, unsere Lippen stehen uns bei, wer ist unser Herr? Sie haben rebelliert.
Наши уста принадлежат нам. Unsere Lippen gehören uns. Что хотим, то и говорим. Was wir wollen, das sagen wir. Кто Господь надо мною? Wer ist der Herr über mir? И часто люди говорят, вы законники. Oft sagen Menschen, ihr seid Gesetzeslehrer oder ja. Вы заставляете говорить только так, нельзя говорить так. Ihr zwingt nur so zu sagen und man darf nicht anderes sagen. Но если Иисус Христос наш Господь, aber wenn Jesus Christus unser Herr ist, тогда нам надо доверить это управление, dann müssen wir seiner Leitung vertrauen, чтобы Он господствовал над нашими словами, damit er über unsere Worte herrscht, чтобы наши слова, damit unsere Worte, соответствовали Его словам, seinen Worten entsprechen. Такое слово вероисповедание. Es Мы gibt, часто слышим его. Wir kennen das Wort oder hören oft das Wort Glaubensbekenntnis. Что оно означает? Was bedeutet das? Оно означает говорить то же самое. Es bedeutet da, etwa dasselbe zu sagen. Говорить то же самое. Dasselbe zu sagen. Если мы не покорны в своих словах, wenn wir in unseren Worten nicht gehorsam sind, мы говорим то, что мы хотим, sagen wir, was wir wollen, то, что мы чувствуем, was wir fühlen, мы бросаем вызов Его господству. Wir rufen seine Herrschaft aus. Наши слова – это то, что мы можем выбрать. Wir widerstehen seiner Herrschaft. Unsere Worte ist das, was wir auswählen können. Мы часто молимся, Господь, дай нам сердце мудрое. Wir beten Поставь охрану устам нашим. Это правильно. Herr, gib uns ein weises Herz und gib einen Schutz über unsere Lippen. Потому что нам нужно быть осторожными с нашими словами. Weil wir müssen vorsichtig sein mit unseren Worten. Нам нельзя соглашаться с врагом. Wir dürfen nicht mit dem Feind einverstanden sein. У нас должно быть такое мышление. Wir müssen so ein Denken haben. Я подчиню свои слова. Ich ordne meine Worte unter. Слову Божьему. Dem Wort Gottes. Я посвящаю свое мышление. Ich weihe mein Denken. Иисусу Христу. Jesu Christi. Я пленяю всякое помышление. Und ich ordne jeden meinen Verstand. Иисусу Христу. Jesus Christus unter. Люди говорят. Menschen ну вы sagen, же церкви сами говорите, мы цари. In der Gemeinde sagt ihr doch selber, wir sind Könige und Priester. Да. Ja. Мы цари. Wir sind Könige. Библия называет нас так. Die Bibel nennt мы uns цари so. И священники. Wir sind Könige und Priester. Но Он Aber царь царей. Ist der König der и Господь господствующий. Und der Herr, Он наш der Herr, первосвященник. Er ist unser hoher Priester. Если мы Wenn wir бунтуем, rebellieren, то не будет нам помощи от Него. Werden wir von ihm keine Hilfe empfangen. Некоторые люди говорят, что вы провозглашаете? Einige Menschen sagen, was proklamiert ihr? Я праведность Божья во Христе Иисусе. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ты на свои дела посмотри. Schau dir mal deine Taten an. Но мы праведны не по нашим делам. Aber wir sind gerecht nicht nach unseren Taten. Мы праведны через то, что сделал Иисус. Sondern wir sind gerecht durch das, was Написано, Jesus getan что Он умер за наши грехи. Es steht geschrieben, dass er für unsere Sünden gestorben ist. И воскрес для нашего оправдания. Und auferstanden ist für unsere Rechtfertigung. Своей смертью Он оправдал нас. Mit seinem Tod hat er uns gerechtfertigt. Своей кровью Он омыл нас. Mit мы seinem праведны, Blut hat er uns gewaschen. Wir sind gerecht. Потому что своими делами weil durch unsere Taten не оправдается никакая плоть. Kann kein Leib gerecht werden. Нам надо исповедовать Слово Божье. Wir müssen das Wort Gottes bekennen. И если Иисус говорит, Und wenn Jesus sagt, что вы исцелены, ihr seid, dass ihr geheilt то неважно, как вы себя чувствуете, dann unabhängig говорите, davon, wie ihr euch fühlt, ранами sagt, Иисуса я исцелен. Sagt ihr, durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Мы берем свои слова wir nehmen unsere Worte и подчиняем Его словам. Und ordnen sie seinen Worten unter. И Бог работает. Und Gott arbeitet. И Бог работает. Und Gott arbeitet. Я буду говорить то, что говоришь ты. Ich werde sagen, was du и sagst. Не важно, что я чувствую. Und es ist egal, was и ich не fühle. Важно, что происходит. Und es ist egal, was Если geschieht. Ты сказал, что я спасен, Wenn du gesagt hast, dass я ich errettet спасен. Bin, dann bin ich errettet. Если ты сказал, я исцелен, Wenn я du gesagt исцелен. Hast, dass ich geheilt Если bin, dann bin ich сказал, geheilt. Так, Wenn du so так. Gesagt hast, dann sage ich auch so.
И это очень важно. Und das ist sehr wichtig. Если мы чувствуем себя недостойными, wenn wir uns unwürdig он говорит, fühlen, вы достойны. Sagt er, ihr seid würdig. Я нашел вас. Ich habe euch gefunden. Я избрал вас. Ich habe euch erwählt. Я омыл вас. Ich habe euch gereinigt. Я оправдал вас. Ich habe euch gerechtfertigt. Вы дети мои. Ihr seid meine Kinder. Мы достойны. Wir sind würdig. Не надо восставать против него. Man soll nicht ihm согласиться надо с ним. Sondern einverstanden потому что sein то, mit что он нам говорит, denn das, was er это нам sagt, во благо. Ist uns zum besten. Хранить свои уста. Unsere Lippen zu bewahren. Ты говоришь, я праведен. Du sagst, ich bin ein Gerechter. И я говорю, я Gut. праведен. Auch ich sage, ich bin gerecht. Ты говоришь, что я святой. И я говорю, что я du святой. Du sagst, ich bin heilig. Auch ich sage, ich bin heilig. Ты говоришь, что ты сделал меня достойным, и я говорю, ты сделал меня достойным. Du sagst, du hast mich würdig gemacht, und auch ich sage, du hast mich würdig gemacht. Нам надо согласиться с ним, потому что он намного умнее нас. Wir müssen einverstanden sein mit uns, denn er ist viel klüger als wir. Он сделал нас похожими на себя. Er hat uns ihm ähnlich gemacht oder ihm gleich gemacht. Мы похожи на него, слава Богу. Wir gleichen ihm, Gott sei Dank. Мне нравится это. Mir gefällt das. Свое мышление. Und wir müssen unser Denken verändern. Подстраивать его под Слово Божье. Und es unter das Wort Gottes unterordnen. Иногда наши эмоции захлестывают нас. Und manchmal überfluten uns unsere Emotionen. Нам хочется что-то сделать. Und man möchte irgendwas machen. Или наоборот, не хочется ничего Oder andersrum, делать. Man möchte gar nichts machen. Иногда нахлынет такое, что хочется лечь на диване, вот так укутаться в одеяло. Никого не видеть, не слышать, ничего. Und manchmal gibt es Momente, man möchte sich einfach nur einbetten und eindecken und niemanden sehen und hören. В этот момент просто надо встать и прославить Бога. In diesem Moment muss man einfach aufstehen und Gott preisen. Und Freude kommt in das Herz. Потому что когда мы лежим на диване, закутанные в одеяло, weil wenn wir auf dem Sofa in unserer Decke eingebettet liegen, приходит такой дух самосожаления. Kommt so ein Geist des Selbstmitleids. Он так накрывает. Und er bedeckt uns so. Приходит депрессия. Es kommt Depression. Приходит апатия. Es kommt ничего не хочется делать. Я уже не говорю про то, что молиться. Ich rede schon gar nicht не mehr надо davon, допускать beten. До такого состояния. Man soll diesen Zustand nicht сразу zulassen. Встать и сказать, Sofort а мой Бог, sagen, mein Gott он сильный. Ist stark. А мой Бог, он меня любит. Mein Gott liebt mich. И даже если что-то происходит, Und selbst wenn etwas geschieht, он сказал, что любящим Господа hat er gesagt, die den Herrn и призванным по Его изволению und die nach seinem, все содействует ко благу. Die berufen sind, dienen allen и zum нет besten. Победы, если нет войны. Und es gibt keinen Sieg, wenn es keinen Krieg и после gibt. Войны приходит победа. Und nach dem Krieg kommt der после Sieg. Войны приходит победа. Nach dem Krieg просто kommt так der Sieg. Лежа на диване einfach so, liegen никакая auf dem Bett. Победа не придет. Kommt kein Sieg. Давайте сейчас скажем. Lasst uns jetzt sagen, я подчиняю свои слова. Ich ordne meine Worte. Подчиняю свои слова. Я подчиняю свой язык. Ich ordne я подчиняю meine свой unter. Язык. Мои уста. Meine Lippen. Они не принадлежат мне. Gehören nicht mir. За меня было заплачено. Für mich wurde bezahlt. Большая цена. Eine große Summe. Я подчиняю свои слова. Und ich ordne meine Worte господству Иисуса. Der Herrschaft Jesu unter. Господь, Herr, я буду говорить ich werde sagen, то, что говоришь ты. Was du sagst. И еще хочу немножко поговорить о истории Лазаря. Etwas über die Geschichte von Lazarus erzählen. Все знают, да, что Лазарь был другом Иисуса. Alle wissen, dass Lazarus ein И когда Иисус услышал, что он заболел, und als Jesus gehörte, dass er krank он еще два дня где-то там оставался. Ist, blieb er noch zwei Tage lang irgendwo Потом anders. Они пришли, und dann kamen sie, выходит сестра Лазаря, und es kommt die Schwester von Lazarus raus, и говорит, где ты был? Und sagt, wo warst du? Почему ты не пришел? Warum bist du nicht gekommen? Если бы ты был здесь, wenn du hier gewesen wärst, то не умер бы брат мой. Wäre mein Bruder nicht gestorben. Что Иисус отвечает? Was antwortet Jesus? Он говорит, er sagt, если веришь, wenn du glaubst, увидишь славу Божью, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Если мы верим, wenn wir glauben, мы увидим славу Божью, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. И даже если уже что-то умерло, und selbst wenn schon etwas gestorben ist, Бог силен это воскресить. Ist Gott stark genug, es zu Может erwecken. Быть, в вашей жизни что-то уже умерло. Vielleicht ist in eurem Leben или schon отношения etwas gestorben. С мужем, oder или отношения с детьми, mit dem Mann, или oder надежда, mit den Kindern, что муж спасется, oder die Hoffnung, или еще dass der Mann что-то. Sein würde oder noch etwas.
Не закапывайте это. Vergrab das nicht. Поверьте. Glaubt. Бог силен. Gott ist mächtig. Воскресить все, что умерло. Alles aufzuerwecken, если мы was подчиним ist. Свои уста Wenn wir unsere Lippen Его unterordnen, Господству, seiner Herrschaft. Если мы начнем говорить Его слова, Wenn wir anfangen, seine Worte zu sagen. Бог силен. Ist Gott mächtig. И Иоанна 11:40. Und Johannes 11:40. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Jesus spricht zu ihr: «Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?» Наша вера, unser Glaube, она от слышания, kommt vom Hören, от слышания Слова Божьего, vom Hören des Wortes если Gottes. Мы верим Богу, wenn wir Gott glauben, мы увидим славу Божью, sehen wir die Herrlichkeit мы Gottes. Увидим наш полный зал. Sehen wir unseren мы увидим vollen спасенные Saal. Семьи. Sehen wir мы увидим Familien. Наших спасенных родных. Sehen wir unsere erretteten мы Verwandten. Увидим славу Божью Sehen wir в die нашей Herrlichkeit жизни. Gottes in unserem Leben. Для Бога нет ничего невозможного. Für Gott gibt es nichts Unmögliches. Бог может все. Gott kann alles. Если Он сотворил небо и землю, Wenn er den Himmel und die Erde geschaffen hat, разве Он не может сотворить что-то для нас, если мы ему верим. Kann er nicht etwas für uns schaffen, wenn wir ihm glauben? Если мы ему открываем свои желания, wenn wir ihm unsere Wünsche offenbaren, нет ничего невозможного. Gibt es nichts Unmögliches. Исцеление возможно. Heilung ist möglich. Прорыв возможен. Durchbruch ist Процветание möglich. Возможно. Все возможно. Wachstum oder Entwicklung oder Erfolg ist möglich. Alles ist möglich. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Die Bibel sagt, alles kann ich durch den, der mich stark macht, Christus. Alles. Сегодня Ина меня спросила, тебе стол поставить или трибуну. Heute hat mich Ина gefragt, sollen wir den Tisch hinstellen oder die Tribüne? Und ich habe gesagt, heute werde ich stehen. Я этим прославлю Бога. Damit werde ich Gott verherrlichen. Мои ноги, они послушны Слову Божьему. Meine Füße sind gehorsam dem Wort Gottes. С Богом все возможно. Mit Gott ist alles möglich. Давайте склоним наши головы. Lasst uns unsere Köpfe senken. Давайте помолимся. Und beten.